hübsch du mich jetzt nicht. Jetzt geht's los mit Filmen. Ach du Scheiße. Ich bin aber auch nicht hübsch gemacht. Sylvie hat mir gerade einen Auftrag gegeben, ihm einen Gnadenstoß zu geben. Nee, das macht er mal lieber selber. Aber der ist halt gerade zufällig bei mir hier zu Besuch und da hat man das Thema gehabt, ob denn jetzt Dünnschicht Solarzellen, ne? Ob man bei denen unbedingt, ne, diese Eingangsdiode hier hat. Ne? Es gibt da so einen Mythos, der besagt, dass dann die Solarzellen, wenn es nachts ist, unsere Batterien leer zutschen. Und das haben wir jetzt einfach mal getestet. Übrigens, liebe Grüße an Robert. Ich bin jetzt erst dazu gekommen, das mal zu testen. Das ist von Eflose. Ah, Eflose. Hat uns mir den Tipp gegeben. Aber ich habe es wieder mal nicht geglaubt. Und jetzt haben wir, wichtig ist halt, in hier haben wir 16 Volt Panel. Und wir gehen mit 6,8 drauf, um das jetzt mal zu simulieren für unsere Dünnschicht und 12 Volt. Also wenn ich jetzt hier rangehe, jetzt gar nichts an der Voltzahl. Und gar nichts. Hier oben haben wir Ampermeter drin im 5 mA Messbereich. Da zuckt sich die Nadel absolut kein bisschen. Ne? 5 mA Messbereich. Ne, im 25 mA Messbereich, liebe ich immer. Wir gehen jetzt nochmal im 5 mA Messbereich. Aber selbst da. Das gute dritte Handpumpe? Nein. Nee, es zuckt sich gar nichts. Es zuckt sich gar nichts nach wie vor. Also es funktioniert auch ohne Diode. Also, ist dieses Dünnschicht zumindest, jetzt haben wir leider kein Polykristallin da, um den gleichen Vergleich zu machen, aber zumindest uns hat ja interessiert, ob wir bei unseren Dünnschicht-Solarzellen die Diode weglassen können oder nicht. Und können wir weglassen? Ja. Mein Solarvideo ist falsch. So entwickelt sich dann alles nach und nach. Danke, Eflose, würde ich sagen. Danke, oder? Robert.